Hallo und herzlich willkommen zu Share and Grow, der Podcast für positive Psychologie und ein starkes Mindset. Mein Name ist Muriel und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Es gibt wieder ein Monday Special und ich wünsche dir erstmal einen super guten Start in die neue Woche. Und heute geht es um das Thema Lachen. Und zwar darum, wie du mehr Humor und Lachen in deinen Alltag integrieren kannst. Und dafür gibt es 3 Tipps, die du jetzt in der neuen Woche für dich ausprobieren kannst. Und zwar haben wir in der letzten Folge ja darüber gesprochen, ob du dir erlaubst, über dich selbst zu lachen, warum das wichtig ist und warum Humor generell sehr wichtig ist. Wir haben darüber gesprochen, ob Humor erlernbar ist und welche Rolle Humor in der Psychologie bzw. in der positiven Psychologie einnimmt. Und ein Kernaspekt, zumindest nach vielen wissenschaftlichen Autoren, von Humor oder vom Sinn für Humor ist das über sich selbst lachen. Und deshalb ist das Lernen, über sich selbst zu lachen, auch ein Teil des Lernprozesses von Humor. Wir haben nämlich herausgefunden letzte Woche, dass man Humor lernen kann. Und in Anbetracht all der schönen und positiven und wunderbaren Effekte, die man von Humor haben kann, ist es umso besser zu wissen, okay, man kann sich das aneignen. Und dieses über sich selber Lachen ist so ein wichtiger Bestandteil, weil in dem Moment, wo ich über mich selber lachen kann, kann ich auch über Fehler leichter lachen oder Missgeschicke und eben auch über die Fehler von anderen. Und ich nehme viele Dinge nicht mehr ganz so schwer, wenn mal irgendwie was schief läuft. Und das macht für mich total Sinn, dass das dann diese gesamte Humorhaltung verändert, wenn das möglich ist. Deshalb ist mein erster Tipp, um Humor in deinen Alltag zu bringen, um mehr Lachen in deinen Alltag zu bringen: Lache auch über kleine Missgeschicke oder Macken von dir selbst. Weil das bringt dir A, Entspannung und Leichtherzigkeit und B, hilft es eben dabei, wirklich Humor mehr zu integrieren und zu lernen und auch wirklich diese, ich finde diesen Begriff Haltung von Humor total schön, das auch mehr zu integrieren. Wenn ich nämlich über mich selber lachen kann und vor allem über kleine Missgeschicke oder Macken von mir selber lachen kann, dann bringt mir das natürlich Entspannung, weil ich nicht mehr so hart mit mir selbst ins Gericht gehe. Also ich urteile nicht so hart über mich selbst. Und das hilft mir natürlich im nächsten Schritt auch im Umgang mit anderen Menschen, weil wir gehen mit anderen immer nur so hart ins Gericht, wie wir mit uns selber sind. Und dementsprechend, über mich selbst zu lachen, hilft mir dabei, auch mit anderen entspannter zu sein. Wenn zum Beispiel jemand mal was kaputt macht, vielleicht ein Kind oder eine Freundin oder so, macht mal irgendwie eine Vase kaputt oder ein Kollege zerschießt irgendeine Präsentation. Wenn du da mit dir selber nicht so sehr kritisch bist, sondern auch mal drüber lachen kannst und auch mal sagen kannst, mein Gott, passiert halt, dann legst du diese Attitüde auch bei anderen Menschen eher an den Tag. Und das kann tatsächlich deine Beziehungen erleichtern und viel entspannter machen. Ein gutes Beispiel dafür ist auch die Partnerschaft. Häufig, wenn du zum Beispiel, vielleicht kennst du das, wenn du mal einen schlechten Tag hast und dann bist du irgendwie deinem Partner gegenüber so ein bisschen zickig oder vielleicht nicht ganz so gutherzig, wie du es normalerweise gern wärst. Und häufig fällt uns das ja dann ganz schnell auf, dass wir irgendwie nicht so nett waren und dass das auch irgendwie unser Fehler ist. Es fällt uns nur häufig schwer, das zuzugeben. Und in dem Moment, wo du über dich lachen kannst und darüber, dass du vielleicht ein bisschen zickig warst oder vielleicht nicht ganz so gutherzig, wie du es dir gewünscht hättest, machst du es deinem Partner auch wieder leichter, dass er mit dir zusammen lachen kann und ihr zusammen darüber lachen könnt, dass irgendwie so eine angespannte Situation im Raum war und sofort ist wieder Entspannung da und nicht mehr so eine Anspannung. Also wenn du anfängst, über deine kleinen Missgeschicke und Macken auch im Alltag zu lachen, dann hat das viele, viele gute Effekte in alle Richtungen. Mein zweiter Tipp ist, dass Humor eine Haltung ist und deshalb nimm öfter diese Haltung an und suche ganz bewusst Orte auf oder auch Menschen auf, an denen oder mit denen viel gelacht wird. Das heißt, nimm dir deine Freunde und guckt euch einen lustigen Film an, macht irgendwie einen Spieleabend mit irgendeinem Spiel, wo viel gelacht wird, macht irgendwas, wo ihr vielleicht immer schon Spaß dran hattet. Ich war zum Beispiel diesen Sommer mit meinen Geschwistern Trampolin springen, es ist halt einfach super lustig gewesen. So Sachen. Schau, dass du, wenn Humor eine Haltung ist zum Leben,
dann sollten wir diese Haltung ganz oft einnehmen, damit wir uns daran gewöhnen, diese Haltung auch zu tragen. Genauso wie wenn ich häufig eine gerade Körperhaltung habe, dann integriert sich das mehr und mehr, dass ich auch dauerhaft eine aufrechte Körperhaltung habe. Und genauso ist das auch mit Humor. Also nimm dir ruhig jede Woche vielleicht einen Tag oder was auch immer, wie bei dir die Zeit es zulässt, einen Abend nach der Arbeit oder so dafür, einen Ort aufzusuchen, an dem viel gelacht wird, im besten Fall noch mit Menschen, die gerne und viel lachen, mit denen du dich wohlfühlst, und tu einfach Dinge, die dich zum Lachen bringen. Dazu kann auch gehören, dass du vielleicht mal eine Sportart ausprobierst, die du so noch nicht gemacht hast, und da kommt dann wieder der erste Tipp mit ins Spiel, dass du da auch über dich selber lachst, dass es vielleicht nicht so klappt, wie du es dir vorgestellt hättest. Und im dritten Punkt würde ich dir empfehlen, um mehr Lachen in deinen Alltag zu integrieren, dass du eine lustige Erinnerung mit jemandem teilst. Also überleg mal, was ist dir denn schon mal super Lustiges passiert, wo du wirklich Tränen gelacht hast, und teil das einfach mit jemandem, mit dem du dich vielleicht an dem Tag triffst. Oder teil das mit der Person, mit der du das erlebt hast. Vielleicht ist es ein alter Freund aus dem Studium und dann rufst du den einfach nochmal an und sagst, boah, weißt du noch damals? Und schon hat man irgendwie diese Erinnerung wieder ein bisschen lebendig gemacht und zum Leben erweckt und so auch wieder drüber lachen können. Dass halt so lustige Erinnerungen nicht verblassen, sondern auch immer wieder genutzt werden, um dich in eine gute Stimmung zu bringen, um wieder dieses Thema Lachen in deinen Alltag zu integrieren. Also Tipp 1, fühl mehr Lachen im Alltag, lache über deine eigenen kleinen Fehler oder Macken. Zweitens, Humor ist eine Haltung, also nimm diese Haltung auch öfter an. Und drittens, teile eine lustige Erinnerung mit jemandem, der vielleicht sogar dabei war. Ich wünsche dir jetzt einen super schönen Start in die neue Woche. Ich bin ganz gespannt, was du so mit den ganzen Tipps und Tricks zum Thema Humor machst. Es gibt ab dieser Woche Donnerstag, in der Podcast-Folge, die nämlich jetzt am 28. rauskommt, eine Ankündigung für eine Adventsaktion. Also wenn du da dabei sein möchtest, dann hör auf jeden Fall rein oder melde dich über die Shownotes für meinen Newsletter an. Der geht dann nämlich auch raus, da wird auch die Adventsaktion drin beschrieben. So viel kann ich schon mal sagen, es wird kein klassischer Adventskalender, wo du jeden Tag ein Türchen öffnest. Es wird ein bisschen anders ablaufen, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dabei bist. Also hör nächste Woche rein, trag dich für den Newsletter ein und oder folg mir auch bei Instagram, da werde ich das auch bekannt geben. Und dann freue ich mich, wenn du am Donnerstag wieder dabei bist. Wünsche dir bis dahin eine super schöne Woche. Share and grow. Deine Muriel.